Let's Play heute von mir. Wir spielen Mountain Blade 2, Bannerlord und ja, ich habe mich jetzt heute schon ein bisschen reingebracht in dieses Spiel und wollte mich mal auch so ein bisschen da, ja, sage ich jetzt mal so ein bisschen erkundigen, was es da so gibt und alles. Habe mir auch zahlreiche Videos dazu angesehen. Die PC-Spieler hatten da erst schon ein bisschen früher Glück, das Vergnügen. Die PS4-Spieler mussten jetzt halt eine ganze Weile lang warten. Ich weiß nicht, wie es bei der Xbox aussieht. Jedenfalls bin ich super, super froh, dass wir dieses Spiel jetzt auch endlich zocken können. Und anscheinend ist es im Gegensatz zum Vorgänger, scheint es auch eine richtige Kampagne zu haben. Ich persönlich wäre dafür, dass wir tatsächlich diese Kampagne erstmal zusammen spielen und uns dann um Sandbox kümmern. Ich gucke mir kurz mal die Audio nämlich an. Was ist das? Tonverdeckung? Dämpft die Geräuschquellen hinter Hindernissen im Mehrspieler-Gesamtlautstärke. Wir machen mal die Gesamtlautstärke mal ein bisschen leiser, nicht, dass wir hier einen Hörschaden kriegen. Und Voice Language. Ja, Priorisierungseinheiten. Okay. Das sieht alles noch ziemlich gut aus. Ich wollte mir jetzt gerade mal. Ihr seht also, man kann es sich super cool nochmal einstellen. Ego-Perspektive, Kamera, Ego, okay. Grafik, Blutanzeigen, das ist natürlich super, super wichtig. Ja. Angegriffene Siedlungen verfolgen. Okay. Speicherungsserver, ja, so, wir machen das jetzt erstmal fertig, so. Sorry, wenn ich das jetzt nochmal kurz da, aber es war mir einfach zu laut. So, wir beginnen mit einer neuen Kampagne, würde ich sagen. Und ja, schauen wir mal nicht. Let's go. Eindrucksvolle Einladung, ja, das war schon ziemlich cool, jetzt mal das mal so zu sehen, den Hintergrund, die Hintergrundgeschichte, ja, wir sind jetzt hier in der Charakterkultur, also wir beginnen jetzt unseren Charakter zu erstellen für die Kampagne und interessante Sache auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt mal so ein paar Gedanken zu den einzelnen Fraktionen gemacht. In Mountain Blade Warband habe ich vorzugsweise Sturgeon gespielt. Beziehungsweise dort hieß es Königreich der Nordmänner. Und dementsprechend werden wir uns jetzt aber auch mal bei den anderen jetzt auch nochmal kurz, dass ihr mal so einen kleinen Überblick darüber erhascht, was denn da so, was es so untereinander ist, ja, also es sind ja einige Fraktionen, mit den Namen kann man nicht unbedingt viel anfangen, ja, da wollen wir uns jetzt mal Flandia, gucken wir uns also einfach mal so hier, also gehören anscheinend auch, sind so eher so wirklich so. Ja, hätte ich jetzt auch von hätte ich jetzt so am Anfang erst schon gedacht, dass es eher sehr, sehr an das Imperium angelehnt ist. Scheint also eher so ein westlicher gelegenes Land zu sein. Also Gebiet. Und ich würde tatsächlich sogar sagen, also die historische Vorlage tatsächlich sind westeuropäische Völker. Und mitteleuropäisch voll, also eher so Franken, ja, und das finde ich auch persönlich ganz cool, so eher mal so in diese Richtung, das ist ja sehr, sehr ritterlastig, ne, sieht man ja auch Speer, Lanze vom Pferderücken, interessante Sache auf jeden Fall, wird auch Sinn ergeben. Dann haben wir hier beispielsweise Sturgia ist ganz einfach eigentlich zu erkennen, ist da tatsächlich eher an das Reich der Nordmänner angelehnt. Dann reden wir tatsächlich eher über die skandinavischen Länder tatsächlich. Und teilweise würde ich sogar auch auf
Aufgrund der bergigen Gebiete, naja, gut, das ist ja auch jetzt nicht sehr umgebirgisch. Also wir gehen da auch wirklich in die Wikingerkultur, denke ich, sogar rein. Wir sehen es hier, Handeln und Plündern. Weite Wege hier sieht man, sehr, sehr geil. Söldner aus dem Norden. Und also, jetzt mal nur sich das mal so kurz ansehen. Ihr könnt es euch ja gerne durchlesen. Man sieht auch auf jeden Fall, dass das eher so ein etwas, wikingermäßiges Volk ist. Das Imperium, das tue ich jetzt mal kurz schnell mal nachschauen, was das sein könnte. Oh, mein Gott. Weil, also wenn es na, also wenn, was meine Vermutung ist tatsächlich, das Imperium, die haben ja alle eher so eine historische Vorlage, was ich sehr, sehr geil finde. Imperator, das geeinte Reich, also, oh, Entschuldigung. Also ich würde tatsächlich eine eher so auf dieses, ja, wie soll ich sagen, also auf, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier auf dieses Römische Reich tatsächlich gehen würde, wäre in meinen Augen die erste Sache gewesen, die mir dazu eingefallen wäre. Was natürlich eine coole, ja, das ist vom Römischen und Byzantinischen Reich. Hier sehe ich es nochmal. Ja, passt auf jeden Fall. Ist ja eine absolute Großmacht damit und deutlich und ja, steht damit deutlich eigentlich über den meisten anderen Fraktionen. Ja. Das Byzantinische Reich und auch das Römische Reich, das waren zu dem Zeitpunkt. Das war der Shit, also ohne Scheiß. Technologisch teilweise echt am weitesten entwickelt. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Dann hätten wir hier die Asserei. Das ist eigentlich relativ unschwierig zu erkennen. Das wird sich wahrscheinlich sehr auf die arabischen Länder. Wahrscheinlich auch ein bisschen teilweise geht es auch in die ägyptischen. Ja, doch, ja. Also so, ja, könnte man wirklich so sagen, geht es rein. Man darf aber nicht dieses Pharaonen, glaube ich, hierbei, darf man auf jeden Fall nicht sehen. Deshalb ist, glaube ich, ist man eher dabei, wenn man eher sagt, so die arabischen Gebiete, die ehemaligen arabischen Gebiete, wenn man die mal so, das würde passen, denke ich jetzt persönlich. Finde ich persönlich ziemlich cool. Ich habe sogar gesehen in den Spielen, dass dort tatsächlich Kamele, also Kamelreiter sogar dabei sind. Ja. Mein Hund will kuscheln. Kleine Drecksack. Wenn du Papa am Aufnehmen ist, dann kommst du zum Kuscheln, ne? So. Dann haben wir hier noch Kuhasit. Das ist Steppennomadenstämme. Also da brauche ich nicht mehr lang drüber nachzudenken. Das wird auf jeden Fall an eher mongolische Reiterstämme angelehnt sein. Ähnlich der Hunnen beispielsweise gab es schon in Mountain Blade Warband. Das war damals, hießen das hieß Kergi-Khanat. Die hatten schon immer so ziemlich interessante Namen. Aserai hieß beispielsweise Saranitisches Sultanat. Ja. Die Batania, das denke ich, das habe ich mir auch mal durchgelesen. Das ist ein sehr interessante Fraktion, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil es sich mit einer. Also ich glaube, also man sieht, also sorry, so ruhig bleiben, Wanze. Also es wird sich hierbei sehr wahrscheinlich um Gebiete wie das wie Wales, Cornwallum, Schottland, sowas in die Richtung, ja, eher so britische Gebiete handeln. Daran ist es tatsächlich sehr angelehnt. Habe ich tatsächlich mal durchgelesen. Was ich auch persönlich nicht so schlecht finde. Die Kriegsbemalung passt natürlich auch. Also man könnte auch die Kelten darunter bringen. Natürlich ein bisschen, denke ich schon, wir sind auf jeden Fall nicht in irgendeiner Zeit vor Christus. Wir sind, glaube ich, sehr, sehr weit nach Christus. Ich würde tatsächlich so, tatsächlich diese Zeit würde ich jetzt mal in so die historische Spanne so ziemlich, ja,
so zu den Kreuzzügen, das könnte ziemlich gut passen eigentlich, ja. Ich bin jetzt nicht der absolut größte Geschichtsfreak, ja, weil teilweise muss ich euch echt sagen, manches davon hat mich einfach überhaupt nicht interessiert. Hier finde ich es persönlich ziemlich cool. Und es wird auch ziemlich gut passen. Ja. Diese Zeitspanne. Ja, ich würde da, glaube ich, sogar noch. Ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen spät. Es geht. Ja, doch, doch. Ich glaube, doch. Könnte, glaube ich, ziemlich gut hinpassen, alles. Jetzt nur mal aus meinem Bauch heraus, ja. Aber ich denke, wir werden hierbei. Möchte ich Sturger nehmen. Warum? Warum ich gerne Sturger nehmen möchte, ist ganz einfach eigentlich erklärt. Ich mag einfach diese Wikingerkultur, mag ich extrem gern. Und ja, also, oh ja, da gibt es die Charakteranpassung. Sieht jetzt schon besser aus als in Mountain Blade Warband. Da war das relativ einfach gestrickt. Ich habe sogar gesehen, man kann sogar die Größe anpassen, was ich extrem geil finde. Machen wir mal ein bisschen größer. Ah. Nee, aber müssen wir mal gucken. Ich bin ja jetzt echt nicht von der Größe her, bin ich jetzt tatsächlich, also jetzt mal auf mich bezogen. Ich bin, glaube ich, ja, so leicht größer wie der Durchschnitt. Ja. Vom Gewicht her muss ich auch tatsächlich zugeben, bin ich ein bisschen schwerer. Ja, nicht viel, aber ein bisschen. Ja, ich bin ein bisschen drüber. Tatsächlich aber wohlgemerkt, ich habe keinen Bierbauch. Oh, er war mal ja richtig schon Muckis hier. Nee, um Gottes Willen, so sehe ich auf jeden Fall nicht aus. Also ich würde mal so sagen, so hier in die, ja doch, in die Sparte könnte ich ganz gut passen. Ja. Oder? Ja, nee, noch nicht so. Ganz doch, so, das könnte passen. Das passt. Was ist denn das? Okay. Was habe ich denn für einen Hautton? Ich habe so ein. Eher so. Nee, um Gottes Willen, nicht. Wartet mal kurz. Was ist denn mein Tar? Mein Tar ist halt so. Es ist nicht so. Obwohl. Ah! Hier, doch. Hier, das. Ja, doch. Das ist ziemlich mein Hauttar. Ich habe es irgendwie so komisch rot. Das ist. Keine Ahnung. Ja, das ist so bei mir so drin. Ich werde auch nicht richtig braun. Also, ich würde, wenn ich mich in die Sonne lege, ich bin danach krebsrot, gell? Gesichtsbreite, Gesichtstiefe. Ich finde es ziemlich cool, dass man, was man hier alles einstellen kann. Wir müssen auf jeden Fall mit Wangenknochen. Ja, Wangenknochen sind bei mir ziemlich hoch. Wangenknochentiefe. Was heißt denn das? Die müssen halt bei mir ziehen. Stehen die halt ziemlich. Wangenknochentiefe. Ich glaube, wenn wir das jetzt müssen es. Also ich habe ziemlich ausgeprägte Wangenknochen. Gesichtsausprägung. Was heißt das? Okay, das könnte passen. Was ist denn jetzt hier mit, wenn ich jetzt sage, ich jetzt mal. Ja, gut, das könnte ziemlich gut passen eigentlich. So. Okay, was haben wir hier jetzt? Ja, Augen. Gehen wir mal an die Augen an. Ran. Bei den Augen ist halt ziemlich ja, eigentlich. Das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, dass meine Wangenknochen gut zur Geltung kommen. Da bin ich auch echt stolz eigentlich drauf. Ich habe kein Blau, sondern eher so ein. Oh, was kann man hier jetzt? Jetzt will ich mal gucken. Oh, cool. Wie geil, ey. Man muss jetzt mal. Ist schön. Sehr schön. Ja, ich habe eher grüne Augen. Nase. Der Nasenrücken. Ja. Muss mal also schon ein bisschen, ne? Der Nasenhuppel. Ja. Den können wir auch mal ein bisschen. Ja. Aber sonst ist es relativ symmetrisch alles. Bei Lippen, die sind sogar noch ein bisschen zu dick bei mir, für mich. Ja, das wäre. Nee. Ja, doch, das passt am besten eigentlich.
Jetzt an die Haare, jetzt geht's an die Haare. So. Ist jetzt nicht, sieht jetzt nicht ganz komplett aus wie ich. Oder ich sehe jetzt komplett scheiße aus. Ja, kann auch sein. Was nehmen wir? Ah, hier oben die Haare. Das sind aber nicht so. Obwohl, doch, hier sind ein paar, schon ein paar. Was ist denn das? Alles klar. Alles klar. Wem es gefällt, ne? Also. Das ist auch cool. Aber. Also die Haare finde ich jetzt nicht so schön, ne? Kommt, das nehmen wir. Das ist cool. Das ist geil. Das mag ich. Jetzt müssen wir uns natürlich erst einmal hier auch die richtige Haarfarbe aussuchen. Ja, doch, die hier in der Mitte, die hat ziemlich. Ja, die passt ziemlich gut. So, ein Bart. Ja, ein schöner Bart. Geil! Sehr geil! Zeig mal. Jawolle! Wahnsinn, wie cool! Wie geil! Ich möchte ja schon eigentlich etwas haben, was auch den Schnauzbart ziemlich zur Geltung bringt. So ein ziemlich. Mach mal gerade sowas eigentlich, ne? Nee, das gefällt mir nicht. Nee, so ein Vollbart will ich jetzt auch nicht haben. Mal so, gehen wir mal mit Koteletten. Das hat auch was. Lass mich mal gucken. Okay, nee, auch nicht so unbedingt. An sich ja, aber auch irgendwie nein. Das ist cool, aber das ist mir, glaube ich, zu much. Das möchte ich nicht. An sich, glaube ich, gefällt mir das mit am besten sogar. Ja, doch. Ich glaube, das ist so, glaube ich. Ja, doch, doch, den finde ich, glaube ich, mit am coolsten sogar. Oder? Finde ich doch einen anderen besser. Ich bin mir gerade selbst ein bisschen unschlüssig, was ich hier für ein Bart nehmen soll. Ob ich überhaupt ein Bart nehmen soll. Ah, doch. Eigentlich. Ein Bart möchte ich schon haben. Alles klar. Problem ist halt auch, wir müssen halt auch die Haare ein bisschen damit einfließen lassen, weil sonst sieht das noch nichts aus. Aber ich glaube doch, doch, komm, der Bart sitzt. Der Bart sitzt. Hervorragend. Cool. Das ist jetzt Markierung. Ach, du geile Scheiße. Wie geil. Kriegsbemalung. Jawohl, ey. Leute, auf sowas habe ich gehofft. Sowas habe ich gehofft. Narben können wir sogar auch mit reinbringen. Wie geil ist das bitte? Ey, ich lieb's, Leute. Ich liebe es gerade. Sowas von Hardcore. Jawoll. Und ein paar Pickel, hä? Geil. Richtig cool. Warte mal, wenn man das jetzt hier. Wenn man das jetzt mal auf, sag ich jetzt mal, auf grün machen würde. Okay. Also es sieht eigentlich, finde ich jetzt persönlich jetzt so unbedingt noch was aus. Nee, nee. Ach, solche Tätowierungen, das sieht auch, das ist natürlich auch etwas, ist auch was Feines, ne? Oh, wir machen hier. Alter! Das sieht verboten aus. Nee, 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 ich glaube, eine Narbe muss her. Also einen richtig zerflederten? Fände ich, glaube ich, auch cool. Jo, die sieht man gar nicht. Schade. Entweder die oder die. Ja, gut, komm, das machen wir. Was mir gerade einfällt, ich Idiot habe vergessen, die Stimme einzustellen. Kann man das irgendwie hören?
Ach so, hier, da. Onward! Okay. Shields up! Get back! Go fast! Advance! Hier hatten sich meine Stimme an, ziemlich beschissen, ne? We whip the bastards! Advance! Shoot arrows! Das ist glaube ich. Form a wall! At them! Give them ground! Fall now! Ja, komm, ich glaube, die erste passt ziemlich gut. Okay, dann hätten wir das, denke ich, auch alles jetzt schon so mal. Ach du Scheiße, wir können dem sogar seine. Die Eltern einstellen. Wie cool ist das denn? Was ist ein Elan? Einhändig. Beherrschung des Kampfes mit Einhandwaffen sowohl mit als auch ohne Schild. Zweihändig. Große Äxte und Schwerter. Was ist das? Stangenwaffen. Ich denke, wir gehen hier. Ach so, okay. Was sind das? Gefährten eines Boja? Städtische Händler, Freibauern, Handwerker, Vagabunden. Ach, guck mal hier, die verändern sich dann sogar. Okay. Jetzt gucke ich mal auch auf die Attributenpunkte. Wir machen Jäger. Ich finde Jäger, finde ich glaube ich ziemlich cool. Wir machen das so, dann können wir uns von ganz unten hocharbeiten. Wart ihr bekannt für eure? Ja, klar. Auge für Zahlen, Zahlenverständnis, Umgang mit anderen, eure Umgang mit Pferden. Ah, geil, Mann, das ist schon die geilen Jahre. Auge fürs Detail. Das ist eine gute Frage jetzt eigentlich. Ja, komm, wir machen ja. Ich war mit. Ja, komm. Wie ein Erwachsener, ja, läuft! Alles klar! Ja, komm, so ein bisschen müssen wir auch. Okay, in der Jugend habt ihr Schafe, habt ihr in der Dorfschmiede, habt ihr Projekte repariert, habt Kräuter in der Wüste gesammelt, genau. Habt kleine Tiere, habt Ware auf dem Markt verkauft. Ich würde tatsächlich das machen. Ja. Ja, hätte ich Bock dazu. Ja, doch, das fände ich cool. So. Während eurer Jugend in Kalradia war der Krieg nie weit weg. Ihr seid bei Hirt in die Lehre gegangen. Was ist denn das? Habt mit den Garnisonen Wache gestanden. Seid mit Speeren geritten. Habt eine Infanterie. Habt euch den Plänklern angeschlossen. Was ist das denn? Jüngere oder zierliche Rekruten oder jene, die zu arm sind, um sich Schild und Rüstung, schließen sich meist zu den Plänklern. Sie kämpfen mit Bogen, Wurfspitzen. Marktendern. Aha. Und eine Infanterieausbildung. Okay. Saga hat einen fetten Ranzen. Fernkampf aus. Ihr seid bei der Hirt in die Lehre gegangen.
Nee, wir machen das so. Wir machen das so. Vor einer Flut, ihr habt etwas Geld in Land, ihr habt ein gefährliches Tier gejagt, ihr habt euch eine legendäre in der Stadt. Das machen wir! Jawohl! Weiß man, wir betrogen, ja, das ist gut! Das ist richtig gut. Euer Leben wurde, wie das so vieler Familien in Kalradia, ja, durch den Krieg völlig auf den Kopf gestellt. Euer Haus wurde von einer vorbeiziehenden Armee nach der anderen verwüstet. Irgendwann blieb euch keine andere Wahl mehr, als zu verkaufen und mit eurem Vater, eurer Mutter, eurem Bruder und euren zwei jüngeren Geschwistern. Ich hab einen Bruder. Ich hab einen Bruder! Geil! Sau gut! Über die angeblich sichere war. Doch ihr kamt nie dort an. Unterwegs wurde das Gasthaus, in dem ihr für die Nacht eingekehrt wart, von Räubern überfallen. Eure Eltern wurden dabei getötet und eure beiden jüngsten Geschwister entführt. Doch ihr und euer Bruder überlebtet, denn ihr habt einen Räuber, ihr habt sie mit Pfeilen vertrieben, ihr seid auf einem schnellen Pferd. Ihr habt einen Ausbruch der Reihe. Wir haben. Ich würde mal sagen, wir haben sie mit Pfeilen vertrieben, ja. Das passt besser zu uns. Genau das ist es. Ah, das ist aber geil. Kann ich dir noch ein bisschen einstellen? Ihr bereitet euch mit eurem Bruder auf eine Rache- und Rettungsmission vor. Ihr ist euer Charakter. Wenn ihr fertig seid, fahrt fort um heute. Wie heißen wir denn? Da fragt man doch nicht, wie ich heiße. Ich bin Lemming. Wanze. Geil. Sau cool. Also muss ich jetzt mal sagen, die Charaktererstellung und dazu auch noch das da hinten, das finde ich sehr, sehr geil. Ja. Kultur, Sturgia, Familie, Jäger, Kraft, okay, ja. Das hört sich gut an. Was heißt denn hier Freibeuter? Also wir lassen es jetzt Schwierigkeitsgrad. Also wir können das jetzt tatsächlich einstellen. Den Schwierigkeitsgrad können wir tatsächlich auch Benutzer definiert. Schaden für den Spieler 25%. Ich würde tatsächlich. Boah, ich weiß es nicht. 15. Ich würde es tatsächlich realistisch machen. Auch realistisch. Also das können wir ja immer noch einstellen. Realistisch. Das auf jeden Fall. Geschwindigkeit auf der Karte. 5% schneller. Überredungserfolg 10. Mm-mm. Kampf-KI, Geschwierigkeit ist normal, das ist in Ordnung. Um 100%, ich würde es halt auch um aufs Realistische. Ich würde den Kampftod für den Spielerhelden deaktivieren. Das ist ein Iron Man Modus. Obwohl ich sagen würde, wir machen erst einmal 50% des Schadens. Weil ich weiß nicht, ich meine, das können wir immer noch einstellen. Ich weiß immer noch nicht, wie krass das werden wird. Und ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil jetzt das. Es ist jetzt nicht meine erste Schlacht, aber es ich glaube, es wird geil. Ich bin ziemlich, ich bin, da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie dieses Spiel tatsächlich auch dem Vorgänger gerecht wird. Ich habe mir jetzt mal die Schlachten angesehen, es ist noch ein bisschen ungewohnt. Oh, Nozon. Unser Bruder heißt Nozon. Nozon, Bruder, seit 3 Tagen verfolgen wir diese Bastarde nun. Ich glaube, wir nähern uns. Wir müssen überlegen, was geschieht, wenn wir sie erwischen. Wie wollen wir Fodor und Alishka retten? Fodor und Alishka? Ach, das sind unsere. Ach, das sind. Oh, ja. Sind wir auf einen Kampf vorbereitet? Zum Fortfahren drücke. Das scheint ein alter Übungsplatz der Legionen zu sein. Vielleicht können wir uns ein wenig Zeit nehmen, um unser Können zu schulen. Die Übung könnte nützlich sein, wenn wir die Räuber einholen. Yeah.
ich absolviere den Parcours. Ich muss wissen, ob ich kämpfen kann, wenn es sein muss. Einführung fortsetzen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wenn wir uns aufteilen, können wir mehr erreichen. Wie sollen wir uns auf den Kampf vorbereiten? Nun, wenn sie immer noch plündern, haben sie sich vielleicht in kleinere Gruppen aufgeteilt. Hoffentlich müssen wir sie nicht mit allen gleichzeitig aufnehmen. Aber es wäre hilfreich, wenn wir einige Männer anheuern oder überzeugen könnten. Ja. Also ich würde tatsächlich mal die Kampfeinführung. Okay. Wird euch in vier Richtungen zu bewegen. Okay. Interessant. Ah, das ist mit... Ja, obwohl, ich weiß nicht, wie man mit Pferden umgeht so richtig und... ich möchte es lernen eigentlich. Eigentlich möchte ich es schon gerne lernen. Ich möchte aber nicht mit einer Lanze. Ich möchte schon... berittener Nahkampf. Ja, das ist, glaube ich, eher das, was ich... Das... Ich steige... Oh, ich habe das Pferd getreten. Was ein Scheiß. Kann ich denn das? Oh, sorry, Gaul. Nein, ach, scheiße. Ich muss mich doch irgendwie auf diesen Scheiß. Ach, das ist der Ausbildung berittener Bogen. Ach, wartet mal kurz. Jetzt ging's. Das ist ein bisschen buggy, hä? Okay, alles klar. Okay, hier geht's nicht lang, wir müssen hier lang. Okay. Okay, warte mal kurz, wir müssen so. Oh, shit. Okay, auch nicht schlecht. Oh, scheiß, mir ins Essen. Schade. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Oh, scheiße. Alter, das Vieh hat aber ein Tempo drauf. Jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Den holen wir uns jetzt. Auch nicht schlecht. Okay, das ist, okay, einfach ist anders. Ey, du musst halt wirklich im richtigen Moment treffen, ne? Und ich habe gemerkt, also wenn ich von links so rüber schlag, ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Jetzt geht's. Weil irgendwann werden wir auch auf dem Pferd reiten müssen und dann, so springt der Gaul. Sehr gut. Oh, Junge. Oh Mann, wir schließen hier ziemlich kacke ab. Okay, mach nochmal. Aber wir machen nochmal eine Runde. Achso, wir haben das schon gemacht. Okay. Ausbildung berittener Kampf. Ja, das ist in Ordnung. Also ich... Das ist okay. Ich möchte jetzt auch runtersteigen, bitte. Ah ja. Ist mir jetzt scheißegal. Ich gehe jetzt weiter. Kann ich das eigentlich auch zerschlagen? Ah ja, okay, das wird automatisch weggenommen, das ist okay. Wir gehen mal hier zum Bogenschützen. Auch interessant. Ich nehme mal die Armbrust. Oder nee, wartet mal kurz. Nee, wir nehmen den Bogen. Bogen ist...
Okay. Oh shit. Auch nicht schlecht. Jawohl, hey. Auch nicht übel. Jetzt mal hier die Armbrust. Bei der Armbrust natürlich. Oh shit. Ah ja, okay, okay, okay. Auf jeden Fall ist bei der Armbrust. Die ist nicht so genau, sage ich jetzt mal. Ja. Boah, das ist ja sauscheiße mit der. Das ist jetzt, also es ist schon. Ah, geil. Wir müssen es halten bei dem Ding auch noch. Okay. Okay, interessant. Nur so, das ist Scheißdreck. So ein Mist aber auch. Und, okay. Wählt eine Waffe. Oh ja. Ausbildung mit dem, die Ausbildung mit dem Schwert. Ach, verdammt. Oi. Kriegt jetzt erstmal seine Keile hier. Arschloch. Ja. Ach, das ist Kampf sogar. Geil, ich kann mit dem Schild schlagen. Okay, was ist denn das? Ach, das ist mit Stangewaffe. Nee, das hat mir schon letztes Mal bei Bannerlord nicht gefallen. Junge! Der hat halt keine hier gekriegt, ey. Komm her, Arschloch! Willst du was? Hä? Oh shit, der hat mir alle gegeben. Jetzt war ich gerade ein bisschen übermütig.
Mit Speer und Schild. Ah, komm, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Wenn wir jetzt schon mal hier sind. Die, you pig! Oh, shit. Jawohl. Ah, nicht schlecht. Oh. Also, Nosun, das war sehr, sehr erotisch, würde ich jetzt mal sagen. Reiten, das können wir bei mir eigentlich definitiv vergessen. Aber, ey. Ach so, wartet mal kurz. Fernkampf. Wurfspieß haben wir jetzt noch gerade gar nicht ausprobiert. Das werden wir jetzt nochmal schnell machen. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. So, einmal hier. Einmal hier. Ach, scheiße. Oh. Ah, okay. Man muss also wirklich mit dem... sehr mit dem Wurf mitgehen. Boah, ist das... okay, das ist auch irgendwie... oha, man muss sogar ein bisschen... ja, okay, alles klärchen. Okay, ziemlich hoch. Nee, auch nicht. Dann geht's hierhin noch einer. Ne, auch nicht. Scheiße. Okay, also das ist wirklich eine etwas, sage ich jetzt mal. Jawohl! Ja, hey, geil! Aber es ist geschafft. Sau gut, sauber. Ausbildungsschwert, Ausbildungsschild haben wir jetzt alles geschafft. Und ja, nur so ein. Also, ich bin bereit, aber das machen wir alles in der nächsten Folge, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Like, Bewertung, Abo da. Und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, bleibt dabei. Macht's gut. Euer Lemming.